So, hallo, wir machen weiter bei Super Compact World, der Hack, der immer schwerer wird mit jedem Level. Letztes Mal war schon ziemlich heavy. Jetzt gucken wir mal, was uns bei Dornenbunker erwartet. Ein Fehlsprung am Anfang schon mal. Das ist doch schon mal gut. Da sind wir dabei. Yoshi Coins interessieren mich nicht mehr, die habe ich schon lange abgehakt. Oh, das war dumm. Aber egal, wir kommen erstmal weiter. Ah, wir machen sowas hier jetzt. Okay, da brauche ich gar nicht, da komme ich mit einem Sprung rüber. Das brauche ich gar nicht machen, da komme ich mit einem Sprung rüber. Das ist ganz gut. Okay, zack. Zack. Und bisher spielen wir eigentlich ohne Savesets und Rewinds. Ich habe nur mal Rewinds zum Testen verwendet von der Stelle. Das war alles. Ja, da komme ich einfach so rüber. Okay. Da komme ich auch einfach so hoch. Oh, komme ich nicht. Ups. Oh boy, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich komme nur raus so. Okay, da unten kann ich stehen. Da nicht. Da schon. Jetzt muss ich rüber. Jetzt muss ich rüber. Jetzt muss ich da drauf. Ich hab nicht gesehen, dass ich da stehen kann. Ich dachte, die sind in der Luft. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich bin recht weit gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben ja keine Midway Points hier. Zumindest hatten wir bisher keine. Vielleicht kommen irgendwann noch welche. Hätte ich nichts dagegen. So, hier habe ich vorhin den Pilz verloren. Wie habe ich den? Ach ja. Weil ich den nicht genutzt habe. Ich muss mit dem da hoch. So, das war das Problem. Dann muss ich da... Mist. Dann muss ich da so runter und dann würde ich normalerweise den Pilz jetzt noch haben. Okay. Alles okay. Damit kann ich leben. So. Und da ist ein Block. Ich dachte, ich kann auf die Säge direkt drauf. Ich wollte auch auf die Säge direkt drauf. Ja, ah, das ist mit dem Block blöd. Ich dachte, die sind in der Luft. Ah, das ist ein bisschen unangenehm mit dem Block. Wenn die in der Luft wäre, wäre es nämlich einfacher. Okay. Aber ist nicht so dramatisch. Tschüss. Also, ne, das kriegen wir trotzdem hin. Das ist nicht das Problem. Das ist eher das Problem. Aber egal. Soweit ist das Level nicht schlimm. Soweit ist das Level okay. Da war das gerade eben deutlich unangenehmer. Es ist zwar eine kleine Problemstelle, aber sie fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre sie nicht zu bewältigen. Das ist eher eine Problemstelle. Weil ich hier ziemlich sicher meinen Pilz immer verlieren werde. Jetzt gerade nicht, das ist schon mal... Bin ich denn dumm? Wenn ich hier den Pilz noch hätte, wäre das jetzt so viel besser gewesen. Aber okay, wir haben das geschafft, jetzt nochmal das. Okay. Da gibt es einen neuen Pilz. Gib mir den. Dann kann ich den hier abfangen. Das passt. Okay, soweit schön. Soweit schön. Das ist auch jetzt kein Problem. Okay, da muss ich ein bisschen reinhüpfen. Okay. Die sind relativ langsam. Das ist gut. Ja, aber in der Mitte darf ich jetzt nicht. Okay, jetzt muss ich den erwischen. Um da hochzukommen. Gut. Die Säge sollte mich nicht so sehr ärgern. Oh, es gibt einen Bosskampf. Oh, es gibt einen Bosskampf. Irgendwas editiert? Nein, es ist nichts Editiertes. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ein Boss, bei dem ich nicht sterben kann. Yes. Yes. In bevor ich laufe so einen blöden Buu rein. Nein, mache ich nicht. Oh, bin ich froh, dass es ein normaler Kampf ist. Damit ist alles in Ordnung. Wir haben ein weiteres Level geschafft. Yay. Sehr schön. Zack. Overgrown Overpass. Uff. Gut, dass ich erst nach links bin, sonst wäre ich in den reingelaufen. Aber das gefällt mir jetzt schon nicht, dass die im Hintergrund verschwinden, die Dinger. Und ich teilweise nichts sehen werde. Ah. Ich teilweise einfach nichts sehen werde. Yo! Da kommt der einfach angesprungen. Hallo, mein Freund.
weil du nicht mein Freund bist. Kann ich in die Röhre, ist die nächste Frage. Ich denke mal ja. Ich würde jetzt aber mal interessieren. Ob das hier alles Zerstörblöcke sind. Ja, okay. Okay. Dann ist das irrelevant. Und was ist... Nein! Okay. Was ist in dem Block drin? Oh, das war jetzt nicht so smart. Da ist jetzt ein Pilz drin, aber was ist da drin, wenn ich das auslöse, wenn ich schon einen Pilz habe? Was ist dann da drin? So, das ist die Frage. Da muss ja was anderes... Ach so, das hier ist ja ein gelber Block, den hätte ich ja gar nicht, wenn ich den Secret Exit nicht... Das heißt, hier bekomme ich bestimmt irgendeine Blume dann oder sowas. Wäre vielleicht ganz cool. Wobei Feder wäre besser. Feder wäre optimal. Gib mir eine Feder. Aber stimmt, das ist ja ein Ausrufezeichen-Block. Yes! Level geschafft. Nee, so schnell natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine bessere Voraussetzung, als was wir bisher hatten. Weil ich damit jetzt deutlich, deutlich besser manövrieren kann. Okay, hier kann ich nicht rein. Ich könnte die blauen Blöcke mitnehmen. Aber da ich eine Feder habe, ist das alles hier deutlich angenehmer. Okay, da ist jetzt auch die Feder sehr gut. Zumindest kriege ich wieder meinen Pilz zurück. Okay, und der... Okay, ist egal. Wir kriegen nochmal einen Pilz. Sehr schön. Und nochmal eine Feder sogar, wenn das ein Block ist, in dem jetzt eine... Okay, da ist jetzt eine Blume drin. Aber es ist auch in Ordnung. Zweites Power-Up ist zweites Power-Up. Gut. Einen habe ich weggenommen. Den anderen kriege ich so. Den kriege ich so. Oder? Ah, kriege ich nicht. Aber den kriege ich, ohne mit die Dinger zu nutzen. Das meinte ich. Das geht. Ich kann ihn nicht wegnehmen. Warum kann ich ihn nicht wegnehmen? Oh, wegen Sprite Limitations. Jetzt. Scheiße! Die hätte ich gebraucht. Oh boy. Ja, die brauche ich. Ma. Ma, die brauche ich leider. Ach, dumm. Feder ist zwar gut, aber ich habe jetzt den Pilz nicht mehr. Also den Ersatzpilz sozusagen. Oh, das ist auch cool. Das war nicht so cool. Mist! Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ja. Aber das Level ist auch soweit in Ordnung. So komme ich nicht an die Feder ran. Nein! Jetzt ist der Pilz weg. Die Feder. Und der Pilz auch. Jetzt ist alles vorbei. Aber wir werden einfach weiter probieren. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ist ja nicht gesagt, dass man hier alles braucht von dem ganzen Zeug. Man kommt ja auch so ganz gut durch. Ah, schade. Fast hätte was gehabt. Fast wären wir wieder am Anfang, also an der Stelle gewesen, wo ich vorher nicht durchgekommen bin. Aber gut, knapp daneben.
ist halt auch vorbei. So. Gib mir die Feder. Und jetzt, wo wir wissen, was da alles noch so kommt. Werden wir auf jeden Fall versuchen, die Feder zu behalten, wollte ich sagen. Und hab sie verloren. Hä? Wo? Da wusste ich kurz nicht mehr, wo ich bin. Weil ich hinterm Baum verschwunden bin. So. Blöder Baum. Okay. Nein! Aber jetzt habe ich wieder gar nichts mehr. Zeig mir wieder den Pilz. Krieg ich den auch behalten? Ja. Noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ziehe ich hier einfach durch. Und dann komme ich hier wieder hoch. Dann kommen wir zumindest wieder hier hin. Okay. Wenn wir jetzt da unten den Disco-Dings nicht versauen und das alles ganz gechillt angehen, hätten wir es wieder gehabt. Es ist immer so, meistens hat man so die eine Stelle, wo man halt immer versagt. Okay, 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 okay. Zack. So, jetzt haben wir aber wieder alles. Alles, was wir an der Stelle haben können. Nein! Lost! Okay. Nächster Anlauf. Macht euch alle weg hier. Will nicht mit euch spielen. Mit dir auch nicht. Sehr schön. Ja auch nicht. Yes! Das war das Ziel. Nice. So, okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder durch. Es wäre aber super, die Feder zu behalten. Yes! Wir behalten die Feder. Ich muss die in die andere Richtung kicken. Ich muss die, darf die einfach nur wegnehmen. Ich darf die nicht wegkicken. So rum wollte ich das sagen. Ich darf die nirgendwo hinkicken. Scheiße. Ach, das ist zu weit, um einen normalen Sprung anzusetzen. Komme ich nicht mehr hoch. Jetzt muss ich die wieder irgendwie antriggern. Und dann hoffen. Das reicht nicht. Nee. Ich muss die da lassen, die roten. Ich muss die roten da lassen, ohne die kaputt zu kicken. Ah, Mann. So, aber so weit, so gut, wir sind wieder hier. Es dürfte eigentlich erstmal nichts mehr schief gehen. Auch das hier lief ja eigentlich ganz gut vorhin. Egal, wir haben immer noch den Pilz. Passt schon. Hauptsache... Wollte gerade sagen, Hauptsache wir kommen hier durch. Und genau da sterbe ich wieder. Ah... Glück ist es nicht weit bis dahin. Es ist ein relativ kurzes Level. Die sind alle recht kurz. Was ja gut ist, weil sie keinen Midway Point haben. What? Hex? I call Hex. Egal.
Einfach nehmen und nicht... Ne? Einfach nur nehmen. Und die Koopas in Ruhe lassen. Und in die Richtung weg. Gott. Gott. Wir kommen rüber. Wir kommen rüber. Uff. So, die nehme ich mal mit. Du kannst mal dich verschwinden. Dich verschwinden, ja. Du kannst mal dich verschwinden. Okay. Hier kriege ich ein neues Power-Up. Feder. Oh boy, da kommt einer hoch. Geh weg. Mach dich weg. Dankeschön. Dann machen wir das jetzt nämlich so. Okay, nochmal eine Blume. Will ich da hoch? Brauche ich dann eigentlich nicht. Nee, lass mal die Blume sein. Ich hatte gerade so Bammel, dass ich den Pilz nicht... Nein! Was ist denn jetzt mit Gegner-Spam hier los? Hilfe! Oh, jetzt wird's kritisch. Okay, er hat die weggebombt. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er leider schon gemacht. Ah. Ich mach das Level wieder schwerer, als es eigentlich ist. Ganz im Ernst. Bin ich noch nie am ersten Wickler gestorben. Das ist schon mal ein Teilerfolg. Zumindest verbuche ich das als Teilerfolg. Prove me wrong. So. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach dich weg. So. Nein, warum schaffe ich das? Warum klappt das nicht mehr? Aber wir haben den Pilz noch. Alles gut. Jetzt nicht hier sterben. Wie... Alles, was ich sage, geht schief. Mann. Wir haben den Pilz noch, verliert den Pilz. Nicht hier sterben, ich sterbe. Mann. Gibt's doch nicht. Was ist das für umgekehrtes... Weiß ich nicht. Ach, Mensch. Käsekuchen. So, wie wäre es jetzt zur Abwechslung mal mit Skill? Geil, ich habe ihm... ich habe ihm einfach jetzt die rote Shell gegeben statt der blauen. Das ist natürlich viel besser. Null. Aber interessant, wie man die einfach austauschen kann auf die Art und Weise. Das müsste ein Puzzle sein. Puzzle-Element. So einfach Shell austauschen von so einem Koopa. So. So weit, so gut. Theoretisch haben wir jetzt wieder gute Voraussetzungen, hier irgendwas zu reißen. So. Jetzt sollten wir auf jeden Fall bis darüber wieder kommen. Es dürfte eigentlich nichts schief gehen erstmal. Gut, den nehme ich wieder mit. Und erledige damit die hier. Den behalte ich. Und dann kann ich hier das Feuer erledigen. Wait! Hex! Seit wann geht das? Das Feuer konnte man doch sonst erschießen, oder? Bin ich jetzt dumm?
nicht mehr da hoch. Jetzt komme ich da hoch mit Anlauf. Yes. Okay, ich nehme den mal mit. Jetzt pfeffer ich erstmal meine Blume hier rein, wie sonst was. Das Feuer ist nicht mehr da, ne? Und dann kann ich nämlich die hier loswerden. Gut. Muss jetzt nur aufpassen. Okay, die Bombe erledigt den Cooper hier. Haben wir vorhin gesehen. Da kann ich jetzt einfach warten. Und dann springe ich nämlich in die Lücke rein und nicht in die kleine. Den erledige ich so. Jetzt springe ich auf den kleinen Block hier. Und den erledige ich auch. Erwische ich den so? Nein, aber ich kann hier hinspringen. Kriege ich den? Ja, den kriege ich. Okay. Ich versuche einen kleinen Sprung in die Mitte zu machen. Okay. Und jetzt darüber. Ohne zu treffen. Ja, ohne den Mancher zu treffen. Nice! Huh! Huh! Was ein aufregendes Level, ne? Was ein aufregendes Level. Okay, aber bisher kein neuer Secret Exit. Lightspeed Lane. Wir gucken mal kurz rein. Das werden wir aber ja im nächsten Part machen. Okay, mich interessiert die Yoshi-Coin nach wie vor nicht. Komme ich auch eh nicht ran jetzt. Ich soll mal die Yoshi-Coin kommen. Indem man den Pilz opfert, oder was? Oh, ich komme automatisch an die Yoshi-Coin ran. Ach! Oh mein Gott. Das ist also ein Mancha-Run. Aber ein kritischer Mancha-Run. Holy moly. Aber Take on Me passt voll gut. Aber dann so spät wie möglich den Stern einsammeln. Dann hier kein Quatsch machen. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss.